Ist halt ärgerlich, aber wie gesagt, hier fehlt irgendwie auch eine Option, dass die Industrien erhalten bleiben. Das wäre eine coole Sache. So eine Option wäre dann für die fünfte Staffel wichtig, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen. Und für die fünfte Staffel bräuchte ich auch eine andere Option in dem Spiel. Da weiß ich nicht, ob die das programmieren können oder ob es einen Patch dafür gibt oder irgendeinen Cheat oder sowas. Muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, viel wird noch nicht verraten zur fünften Staffel. Ich möchte da auf jeden Fall was Episches bauen. Und ich hoffe, es funktioniert. Ah, ich würde gerne südlich von der Spielzeugfabrik vorbeibauen. Oh, es passt. Was für ein Zufall. Er macht auch wieder irgendwas dicht. Was wir auch anfahren. Na super. Oh. Kann ja gar nicht alles gucken. Warte mal, gibt es irgendwas hier? Einstellung, Industrie. Ne, gibt es ja nichts. Ich hätte gedacht, es gäbe hier irgendeinen Punkt von wegen Industrie bleibt immer erhalten, aber scheinbar ist das nicht vorgesehen. Ich glaube, man sollte sich wahrscheinlich hier echt irgendwie nur auf Passagiertransporte konzentrieren. Da kann sowas nicht passieren, dass man da ständig gucken muss. So, der liefert das jetzt ab und dann kann er ins Depot fahren und Feierabend machen. Keine gute Idee, hier so weit runter zu bauen. So, gut, fährt er erstmal auch weg und bei dem anderen da, naja, das müssen wir später gucken, ob wir den dann irgendwie nochmal erwischen. Spielgeld haben wir schon auf dem Konto. Wahnsinn. Subvention, die habe ich schon. Oh, bring doch mal neue Subvention, bitte. In meinen Augen ist das ein Bug. Eigentlich müsste da immer die Städte subventioniert, also ganz logischerweise, müssten immer die Städte subventioniert werden, die noch gar nicht angefahren werden. Große Brücke drüber. Den entsprechend großen Stauraum dann vorne und dann geht es einfach jetzt hier hin. So. Hier steht erstmal die Verbindung. Bin mal gespannt, ob dann hier die ersten Züge drüber fahren. Bringt mir aber nichts, weil er zu langsam ist. Ich bin ja immer einer, der hier eher auf Geschwindigkeit setzt, als auf irgendwie PS oder sowas. Deshalb versuche ich auch hier meine Strecken möglichst flach zu halten. Aber gerade am Spielanfang sind große Terraforming große
Terraforming arbeiten auch finanziell nicht möglich und das muss man dann halt dann immer so nach und nach ausmerzen. So, und jetzt müssen wir nur noch das andere Gleis da drüber zerren. Das mache ich wieder mal einfach, indem ich hier noch eine Parallelstrecke aufmache, die dann sozusagen einmal entgegen der Fahrtrichtung fährt. So toll aussieht die Konstruktion hier, aber gut, so hätten wir jetzt hier erstmal die Strecke gebaut, die jetzt hier oben lang geht. Ich zeig's mal auf der Karte, so sieht das jetzt aus. Genau, kann man doch nicht meckern. Eine Limo-Fabrik wird gebaut. Könnte man Binky Well und Ampel, das andere könnte man doch eigentlich mit dem Schiff verbinden, oder? Das würde sich doch hier anbieten an der Stelle. Müssen wir noch ein bisschen platt machen, dass wir mit dem Hafen dort richtig rankommen. An die Stadt. Aber ansonsten sollte es ja funktionieren. Dann spare ich mir hier schon mal den Zug oder baue jedenfalls bloß eine Stadt an. An die Zugverbindung. So, jetzt machen wir hier das Landplatz. Komm, mal los. Oh Mensch, komm, flute das Stück hier. Jetzt so. Achso, jetzt finde ich mich blöd, weil ich den hier in den Hafen bauen will. Gut, ist ja irgendwo auch verständlich an der Stelle. Aber jetzt hat es funktioniert. So, gibt es jetzt hier noch eine andere Stadt in der Nähe, die sich lohnt? Hier hinten. Bumble. Ach komm, wir machen gleich mal hier eine richtige Fernlinie. Kenne ich doch gar nichts an der Stelle. Und Skatterwick kriegt einfach auch noch eine. So. Natürlich auch noch Sleepyville vorne. Ach komm, das nehmen wir auch noch mit. Da kann es aber sein, dass es nicht mehr machbar ist, dass wir Bojen brauchen. Ich denke mal, wir werden auch mehrere Schiffe fahren lassen. So, hier gibt es jetzt das Shiver Shake. Fähre hier. Da. Ja genau, jetzt braucht der Bojen, weil dann gibt es wahrscheinlich zu viele Möglichkeiten für das Spiel hier den Weg zu berechnen. Dann wird das recht intensiv und da braucht er halt noch mal ein paar Bojen. Na gut, da stellen wir einmal welche rein hier. Hier zu der Boje. Dann hier, hier, zu der Boje und dann zu der Boje und dann noch Skatterwick. Noch ein zweites Schiff, was die entgegengesetzte Strecke fährt, also bei Skatterwick anfängt. Gut, wir können natürlich von Skatterwick nach Blinkyville nochmal bei Amplebury anhalten. Oh, ein neuer Lok, okay. Ja, das mache ich einfach mal, ist keine dumme Idee. Amplebury und dann fährt er nach Binky Well zurück. Das macht er dann genauso. So, hat er jetzt schon das Ziel, Skatterwick? Genau, dann können wir die einfach jetzt mal abfahren lassen. Dann haben wir dort einen neuen Zug, der war aber, glaube ich, langsamer, oder? So,
die warten hier auf. Luftblasen. Lass mich raten, die gibt es nicht mehr. Gibt es wirklich nicht mehr die Luftblasen? Oh. Schweinerei, komm und fahr zurück. Und dann, na gut, ich lasse den Bahnhof mal zweigleisig. Da habe ich jetzt auch keine Lust, da jetzt groß umzubauen, nur weil da irgendwo was nicht hinpasst. Guck mal, der Zug, der muss ich ja schon warten. Was ist denn hier für einer drin? Was will denn der? Batterien. Ja, ernsthaft einen kleinen Stau, weil alles leer ist. Gut, jetzt kann der erstmal reinfahren und dann passt das auch wieder. Na gut, okay. So, jetzt kommen wir mal hier oben weiter. Zu unserem Ausbau. Da fahren wir jetzt erstmal nach Hippogate. Mit dem Zug. Nee, das nicht. Wenn, dann so hier. Und 8 Millionen Gewinn gemacht, jawohl. Und hier ist auch schön viel Platz für eine gescheite Kreuzung an der Stelle. Ist natürlich hier diese Spielzeugfabrik im Weg. Oh. Aber ich könnte hier so außen rum bauen. So, ganz einfach. Und hier dann der Klassiker mit der Brücke und dann passt das und ist es in Ordnung für mich. Du fährst ins Depot. Dich brauchen wir nicht mehr. Crackerton ist aber auch ganz schön stark dabei beim Wachstum. Aber ich glaube, ich möchte doch nochmal eine Stadt hier anbinden, damit die mit ihrem Hafen da auch eine Möglichkeit haben, wegzukommen. Ich nehme einfach mal Binky, weil das könnte jetzt interessant sein, hier eine Binky will. Ah, nee. Ich nehme hier unten Amplebury. Das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher von der Anbindung. Ich verzichte hier auch mal an der Stelle auf irgendwelche jetzt Sperrflächen für Intro-Musik. Für Ausbau mache ich jetzt hier auch mal nicht.